Also jetzt möchte ich mir das nicht einfach machen, aber in dem Punkt, das hat Judith Skutelnik gerade schon angedeutet, ist tatsächlich die Bildungspolitik gefordert. Und da wäre jetzt wirklich auch die grün-rote Landesregierung gefordert. Das liegt jetzt nicht an den beiden hier Anwesenden, aber da muss jetzt was passieren im Bereich Bildungspläne. Und insofern, das wäre schon was man in dieser Legislaturperiode auch auf Landesebene umsetzen sollte, im Übrigen auch gerade im Bereich von Menschen mit Migrationshintergrund, wo wir dort zum Teil noch größere Schwierigkeiten haben. Da gibt es diesen Aktionsplan der Landesregierung, den man dazu nutzen könnte. Also da möchte ich jetzt den Ball ein bisschen an die Landesregierung spielen. Nicht, weil ich nicht sehe, dass es auch andere Themen gäbe, aber ich glaube wirklich, dass es ein zentraler Hebel ist, bei den Bildungsplänen, Elternbildung wurde angesprochen, anzusetzen. Aber so ein Aktionsplan, Sie haben es gerade angesprochen, ist eine gute Sache. Warum gibt es sowas nicht auf Bundesebene? Gut, also wenn wir jetzt zum einen, klar, wir haben die Markus-Hirschfeld-Stiftung jetzt auf Bundesebene im Übrigen gegründet. Das ist ein Erfolg dieser Regierungskoalition. Aber dieser Aktionsplan, soweit er sich jetzt auf das Thema Bildung bezieht, ist natürlich ein Landesthema. Das heißt jetzt nicht, dass man sowas nicht auf Bundesebene anstoßen könnte als Impuls an die Länder. Nehme ich gerne als Thema mit. Aber die Umsetzung muss auf Landesebene erfolgen. Wie sehen Sie den Weg hin, dass es mehr Toleranz, mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft gibt? Was müsste da eine künftige Bundesregierung, was könnten Sie als Abgeordneter dann machen? Was kann man da tun? Also das Gesetzliche, das will ich jetzt nicht wiederholen, um nicht zu lange zu reden, das haben wir, glaube ich, jetzt schon übereinstimmend gesagt. Und wir haben auch schon gesagt, das langt nicht. Ich finde, überall da, wo man mitkriegt, da gibt es so Nischendasein und Sachen, die sich eingenistet haben, muss man reingehen und was sagen. Das gilt für den Fußball. Ich kicke auch, wie gesagt, in meiner Freizeit gerne und kicke mit jungen Leuten, mit Jugendlichen. Da höre ich Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das sind manchmal, das muss man ehrlich zugeben, leider, ich wünschte, das wäre anders, auch Jugendliche manchmal mit Migrationshintergrund. Ich weiß von vielen Leuten aus der schwul-lesbischen Bewegung, die sich in ganz besonderer Weise immer eingesetzt haben gegen Rassismus. Und es ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn du dann quasi selber Opfer wirst von Leuten, die einen Migrationshintergrund haben und blöd angemacht wirst. Da ich jemand bin, der selber einen Migrationshintergrund hat und da auch einen gewissen Zugang hat, rede ich da sehr Klartext. Das geht nicht. Also du kannst nicht sagen, hier ich werde verfolgt und hier Opfer von Rassismus, aber dann selber Diskriminierung ausüben gegen andere Gruppen. Es ist aber natürlich auch das pädagogische Personal. Also ich bin ja selber gelernter Erzieher und Sozialpädagoge. Das gilt auch für die Lehrer. Auch da müssen wir eine Sensibilität entwickeln. Und wenn Jugendliche Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind, die antisemitisch, die rassistisch sind oder schwulenfeindlich oder was auch immer sind, muss man das auch im Unterricht aktiv thematisieren, ansprechen und kann das auch, finde ich, kindgerecht und Jugendlichen gerecht machen, ohne erhobenen Zeigefinger, sehr zeitgemäß. Das erwarte ich, weil die pädagogischen Vertreter sind ja nicht nur welche, die Unterrichtsstoffe vermitteln, sondern sie vertreten ja auch unsere Verfassung, sie vertreten ja auch die Grundwerte unserer Gesellschaft. Und zu denen gehört nun mal, dass wir eine Gesellschaft haben wollen, in der niemand wegen der sexuellen Orientierung ausgegrenzt oder diskriminiert werden darf. Wäre es nicht wichtig, da zumindest einen Ansprechpartner zu schaffen, ein Internetangebot zu schaffen, eine Aufklärungskampagne zu starten oder irgendwas in diese Richtung, um die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren, Frau Vogt? Wir haben bei uns den Vorschlag auch aufgenommen, so eine Monitoringstelle einzurichten, die tatsächlich auch eine Anlaufstelle sein soll, wo man auch zum Beispiel gerade junge Leute sich auch hinwenden können. Im Grunde ist das so angedockt an die Antidiskriminierungsstelle, wo man aber eine Chance haben kann, auch Hinweise zu kriegen, wenn ich Coming-out habe, wie kriege ich eine Unterstützung, wie kriegen auch Eltern Beratung, also dass man im Grunde so eine Bündelung macht, auch wo alle Initiativen in dem Bereich, die es gibt, auch praktisch bekannt sind und man einfach Ansprechpartner dann erhält. Angedockt werden könnte das, wie gesagt, entweder an die Diskriminierungsstelle oder ans Familienministerium. Am Ende glaube ich aber bei dem Thema ist am besten, wenn es eine starke Justizministerin oder einen starken Justizminister gibt, weil in der Vergangenheit, muss man sagen, hat sich am meisten dann bewegt, wenn im Justizministerium jemand saß, der bei dem Thema auch überzeugt war und was vorangebracht hat. Auf der anderen Seite geht es eben ja nicht nur um harte Justizpolitik, es geht schon auch um weiche Themen, gerade, was ich sagte, Impulse zu geben an die Länder,
auch solche Dinge zu tun, wie die Magnus-Hirschfeld-Stiftung heute übrigens, wer es noch nicht gelesen hat, dass ich bin Mitglied im Kuratorium und man hat jetzt ein Projekt gemacht mit dem DFB zusammen gegen Homophobie im Fußball. Also wirklich ein sehr verdienstvolles Projekt. Die macht einen unwahrscheinlich engagierten Job da, diese Stiftung, mit dem Litwinschuh als Geschäftsführer. Also da passiert wirklich auch auf dieser Ebene einiges. Aber wie kommt man an die weichen Themen ran? Jetzt denkt man natürlich an so einen Beauftragten. Wir haben einen Wehrbeauftragten, wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, wir diskutieren über Kinderbeauftragte. Da tue ich mich allerdings ein bisschen schwer. Aber klar ist, es ist eine Querschnittsaufgabe, auch auf Bundesebene. Und insofern ist so eine Monitoringstelle vielleicht gar kein schlechter Ansatz für diese weichen Themen. Wie wichtig ist es, jetzt mal in die Runde gefragt, dass es in diesem Zusammenhang A, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt in Deutschland, und wie schlecht ist es, dass es durchaus Betriebe gibt, die da ausgenommen sind, die sich aufgrund ihrer Ausrichtung, aufgrund ihrer Orientierung nicht an dieses Gesetz halten müssen. Ist das nicht auch ein Punkt, an dem man ansetzen muss? Fragen wir doch gerade die Frau, die sozusagen aus der Praxis auch ganz viel aus der Arbeitswelt weiß, Frau Frank. Also AGG ist ein absoluter Rohrkrepierer gewesen. Es hat viel zu wenig Mittel da drin, dass man wirklich was umsetzen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Arbeitgeber haben es ja ausgehebelt, indem sie die Marschroute ausgegeben haben, als es kam, dass diese Beschwerden, das wichtigste Mittel, die Beschwerdestelle, wo man sich dann hinwenden kann, dass die ausgerechnet bei den Personalabteilungen angesiedelt sind. Das heißt, ich habe eine Beschwerde gegen weil zum Beispiel ein Vorgesetzter gegrapscht hat oder also frech war oder was auch immer, und dann wende ich mich wohin? An die vorgesetzte Stelle. Und damit ist das Ding einfach ein Papiertiger geblieben. Und deshalb, das AGG in der jetzigen Form bringt gar nichts. Das tut mir echt leid. Also es bringt mehr, zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz, also jetzt da, wo es Betriebsräte gibt, da ist es überhaupt kein Thema. Also Schwule und Lesben in den Betrieben, die wir durch Betriebsräte im Griff haben oder wo wir auch da entsprechende Leute haben, die auch wirklich für die Themen stehen, die im Betriebsverfassungsgesetz also vorgegeben sind, die wirklich die Garanten sind, dass die Grundrechte auch im Arbeitsleben gelten, da gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn man wirklich glasklar dasteht, dass Diskriminierung nicht in Ordnung ist, in keiner Form, dann kann man es auf andere übertragen. Und das ist das Wichtigste, auch gerade bei der ganzen Elterndiskussion, bei der ganzen Sportdiskussion, ohne dass wir dort Leute drin haben, die auch wirklich sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ja, und die auch als solche dort sich einbringen. Ohne das gelebte Beispiel wird sich gar nichts tun. Ja. Unsere Position ist klar, wir wollen Trennung von Staat und Religion. Das ist auch eines der Herzstücke. Das sind auch wieder antiquierte Gesetze, die eben so aus Traditionen noch mitschwingen. Davon sollte man sich eigentlich in einer modernen Gesellschaft mittelfristig verabschieden. Ich wollte noch an einen anderen Zusammenhang, gerade mit Arbeitnehmerrechte, wollte ich noch auf den Datenschutz hinweisen. Genau in so einem sensiblen Thema ist es umso wichtiger, dass eben private Daten, wenn man, jeder, der sich outen möchte, sollte in einer toleranten Gesellschaft leben, der kann das tun, aber was ist mit den Menschen, die es für Privatsache halten, was die eigene sexuelle Neigung ist oder was für Krankheiten einen betreffen. Und da ist eben genau wichtig, das ist eben die aktuelle Diskussion, da muss man eben daran denken, dass der Staat sich da nicht aus der Verantwortung ziehen kann. Wie gesagt, wenn ich an unseren Innenminister denke, dann muss ich mir darauf hinweisen, der sagt, okay, Bürger, schützt euch selbst. Das geht nicht. Der Staat ist dafür da, dass wir uns schützen. Klar muss der Bürger auch was dafür tun. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Vielen Dank. Herr Kaufmann, auch an Sie die Frage. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Diese Kirchenklausel, wie sie oft genannt wird, sorgt dafür Ärger, dass der schwule Hausmeister entlassen wird, weil er seinen Lebensgefährten geheiratet hat, sich verpartnert hat, oder die Kindergärtnerin, die nicht mehr arbeiten darf, weil sie lesbisch ist. Ist das noch zeitgemäß? Nein, das ist nicht zeitgemäß, und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir das schaffen, den Diskriminierungsschutz auch in Tendenzbetrieben sicherzustellen. Auch das vielleicht kein Thema, das von heute auf morgen gelöst werden kann, aber da müssen wir auch mit den Kirchen, insbesondere mit den Kirchen, einen harten Dialog führen. Das war für uns in der SPD viele Jahre ein ganz schwieriges Thema, weil wir erst
großen Abstand hatten zu den Kirchen. Dann gab es einige Aktive, die den Abstand verringert haben. Und dann hat man gesagt, endlich haben wir ein normales Verhältnis zu den Kirchen. Und dann tat man sich tatsächlich viele Jahre lang schwer, da die notwendige Kritik zu formulieren. Und deshalb fand ich es besonders wertvoll, dass wir im Zuge der Abstimmung zum Regierungsprogramm eindeutig reingeschrieben haben, dass wir sagen, Bürgerrechte, universelle Bürgerrechte gelten vor betrieblichen Sonderregelungen und das gilt auch für die Kirchen. Das steht aus, also die Kirchen sind da ausdrücklich genannt und es gilt vor allem auch für diese vielen Ausnahmen im kirchlichen Arbeitsrecht. Ich denke, es geht auch nicht an, dass die öffentliche Hand, also wir alle mit unseren Steuergeldern zum Beispiel einen Großteil des Personals ja finanzieren. Es ist ja nicht so, dass Erzieherinnen und Erzieher in einem Kindergarten von der Kirche bezahlt werden, sondern da gibt es ja erhebliche Zuschüsse der öffentlichen Hand. Und dann ist es auch klar, dass man dafür dann auch verlangen muss, dass die so behandelt werden wie alle anderen auch, nämlich volle Rechte haben, wie andere Bürger. Also ich bin gegen diese Sonderrechte, ich bin im Übrigen auch dagegen, dass es da permanente Sonderarbeitsrechte gibt. Wir haben mittlerweile einen engen Draht zu den Kirchen. Unsere Spitzenkandidatin ist ja zugleich, also die Katrin Göring-Eckardt-Präses der EKD, aber sie sagt das auch genauso ähnlich, wie wir es hier oben auch gesagt haben. Es macht einen Unterschied, was religiöse Würdenträger angeht. Das ist eine Frage, das muss innerhalb der Kirchen geklärt werden. Also ob es eine Priesterweihe für Frauen gibt oder nicht, ist nicht die Aufgabe von Cem Özdemir, das zu bewerten, zu entscheiden. Ich bin kein Mitglied der katholischen Kirche. Ich finde das eine spannende Debatte, die ich interessiert verfolge, aber ich beteilige mich an ihr nicht. Aber das Personal, das dort arbeitet, das mit Steuerzahlergeldern mitfinanziert wird, das darf sich anziehen, wie es will. Das darf eine Geschlechtsorientierung haben, wie es will. Das darf mit Trauschein und ohne Trauschein leben. Und das muss einfach klar sein, weil ansonsten haben wir hier eine Vermischung, die nicht in Ordnung ist. Ich wollte auf einen ganz anderen Punkt raus. Frau Frank hat vorhin gesagt, die Leute müssen rausgehen. Ich glaube, dass die LSBTTIQ-Menschen tatsächlich sichtbar sein müssen, weil ohne dass man ein Thema mit einem Menschen identifiziert, glaube ich, kommen wir in der Debatte nicht voran, aber die Verantwortung, und das möchte ich ganz klar sagen, ist was anderes, die Verantwortung für Toleranz liegt bei allen anderen. Ich kann mich nur dann wohlfühlen, wenn ich rausgehe, wenn die anderen, wenn ich weiß, das ist ein geschützter Bereich, wenn ich nicht dumm angemacht werde, wenn ich aufgenommen werde und wenn alle anderen Dinge auch passieren. Das heißt, für Gleichberechtigung, für Toleranz kämpfen müssen diejenigen, die, ich sage jetzt mal, eben keines dieser, ich möchte mal nicht sagen schwul-lesbischen Themen oder so, es geht eben genauso für Behinderung, es geht genauso für optische andere Merkmale, besonders dicke, besonders dünne Menschen, besonders große oder kleine. Und die Toleranz muss die Gesellschaft, müssen alle anderen üben. Ein Beispiel, ich bin quasi so der Klischee-Hetero, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mir gegenüber äußern sich, ich sage jetzt mal eher skeptische Menschen, total anders, weil sie sich bei mir wohlfühlen. Die denken, ich wäre in Anführungszeichen einer von ihnen. Deswegen also diese Tiefentoleranz, die ich tatsächlich fordere, merke ich an der einen oder anderen Stelle, die gibt es nicht. Und was ist dann meine Verantwortung? Nicht den Mund halten und sagen, das ist ein Idiot, sondern sagen, pass mal auf, ich bin zwar einer von dir, aber uns differenziert was ganz Großes. Ich bin nämlich nicht so wie du. Ganz persönlich an Sie, wenn Sie im Bundestag sind, nach der Wahl, was ist Ihre Priorität in Sachen schwul-lesbischer Themen? Wo würden Sie vorangehen? Wo würden Sie sagen, da setze ich mich ganz intensiv dafür ein, dass sich in den nächsten 4 Jahren verändert? Jetzt machen wir einfach die Reihe durch, fangen wir mit Frau Frank an. Was wäre für Sie ein Punkt, wo Sie sagen würden, das ist meine Top-Priorität? Also meine Top-Priorität wäre das Adoptionsrecht, weil ich denke, also für mich ist das größte Glück meine Kinder. Und wenn ich habe das schon oft erlebt bei Schwulen und Lesben, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, dass das Glück mit Kindern zusammen zu leben und ihre Entwicklung zu beeinflussen, zu fördern, dass das das Allerwichtigste ist. Und ich denke, dass das wäre meine Priorität, das wäre unser erster Punkt, der geändert werden müsste. Somit die wichtigste Forderung ist, dass wir tatsächlich das Thema sexuelle Orientierung im Grundgesetz aufnehmen und zumindest die Debatte darüber beginnen, weil ich glaube, ne, es ist wirklich, ich halte es nicht für sehr, also selbst wenn man das CSD-Heft durchliest, steht ganz oft sexuelle Orientierung und nicht sexuelle Identität. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich sage, naja, da ist halt so eine Neigung oder so eine Orientierung, oder ob ich sage, es geht um die Frage der sexuellen Identität und die darf keine Rolle spielen und niemand darf deswegen
benachteiligt oder diskriminiert werde. Das wäre so ein zentraler Hebel, wo man eine Grundlage schaffen würde für viele andere Themen. Ich muss da Gott sei Dank keine Peitsche schwingen, weil da sind schon alle überzeugt bei dem Thema, aber ich durfte heiraten und ich möchte, dass das, was ich darf, ihr auch dürft. Wer das möchte, soll heiraten dürfen und soll alle Pflichten und Rechte genießen, so wie Heterosexuelle das bislang dürfen. Ich habe zwei Kinder und finde das klasse. Und ich finde, das Prinzip, ob man Kinder hat, sollte sich nicht an der Geschlechtsorientierung der Eltern orientieren, sondern daran, ob man um die Kinder sich kümmert, ob man sie liebt. Das ist das Prinzip. Ich habe nun als gelernter Erzieher oft genug leider Familien erlebt, wo die Eltern heterosexuell sind, wo es den Kindern gar nicht gut ging. Ich will das nicht weiter vertiefen. Also das macht sich nun wirklich nicht an der Geschlechtsorientierung der Eltern fest. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alle, wir sind ja auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, auch eine Aufgabe und eine Funktion, dass wir überall da, wo wir Zugang haben zu Menschen, aktiv uns jeder Form von Diskriminierung in den Weg stellen. Also zum einen jetzt die vollständige Umsetzung der Gleichstellung im Steuerrecht, alles was da noch fehlt, inklusive einer Förderung auch von Regenbogenfamilien, wenn wir jetzt das Thema Familienförderung angehen, auch durch ein Familiensplitting. Zweiter Punkt, Adoptionsrecht auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Das muss meines Erachtens eben auch zwingend in den Koalitionsvertrag hineinkommen. Andere Themen wurden angesprochen, Blutspende zum Beispiel, das geht nicht, da müssen wir wegkommen von diesem Thema. Diversity in Betrieben, da können wir zum Beispiel einiges über die Magnus-Hirschfeld-Stiftung machen. Also das sind für mich die zentralen Punkte. Im Übrigen kann ich mir auch eine Ergänzung des Artikel 3 vorstellen. Ich glaube, das ist auch in der Sache gar kein großes Thema. Da geht es eher um die Frage, dass man nicht zu viele Tatbestände zusätzlich aufnehmen will. Aber ich denke, dass man an dem Punkt vielleicht sogar eine Mehrheit hinbekommen könnte. Und abschließend geht es mir darum, die CDU gesellschaftspolitisch auf die Höhe der Zeit zu bringen bei diesem Thema. Dafür kämpfe ich. Und, dafür müssen wir alle zusammentun. Hier oben hat es heute schon sehr gut geklappt. Dazu gehören aber auch Sie alle, ihr alle. Wir alle gemeinsam müssen daran arbeiten. Ich glaube, das hat der Abend heute gezeigt. Ich will das meine in der Union tun und hoffe, dass ich dafür ein Mandat bekomme. Danke. Um den letzten Punkt kämpft die FDP übrigens auch. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen das jetzt mit der Gleichstellung in steuerlichen Fragen, Pfändungstabelle, Hofabgabeklausel, dieses ganze Gedöns, sage ich mal, außenrum, das ist aber gar keine Frage mehr der Priorität. Das ist der Frage, ein Gesetz, das wir vor der Sommerpause angefangen haben, hinten auch richtig zu Ende zu führen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Adoptionsrecht würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, liebe Union, dass wir das machen, bevor wir eine Klatsche kriegen. Das wäre also meine zweite Priorität, weil ich keinen Bock habe, nächstes Mal wieder bei der nächsten Podiumsdiskussion zur nächsten Bundestagswahl wieder die gleichen Fragen stellen zu lassen. Also vielleicht mal dem Gesetzgeber beim Adoptionsrecht vorgreifen und da die Gesetze machen, bevor wir sie quasi um die Ohren gehauen kriegen. Die dritte Priorität, das ist für mich tatsächlich im Adoptionsrecht, wobei es da noch eine Besonderheit gibt, nicht jeder will ein Kind adoptieren und es ist durchaus dem einen oder anderen biologisch möglich, auch eigene Kinder zu bekommen. Und es gibt auch Konstellationen, die das ermöglichen. Sie ermöglichen es nur dann nicht, wenn man nicht heterosexuell verheiratet ist. Und das ist ein Punkt, das ist eine Frage eines Gesetzes. Es muss gesetzlich gemacht werden, weil ansonsten nämlich irgendwelche ärztlichen Bestimmungen dagegen stehen. Es ist aber auch noch eine Frage der Krankenkassen, dass da auch entsprechend die Kosten für übernommen werden. Das sind zwei Sachen, die wollten wir quasi letzte Legislaturperiode schon machen, eben die künstliche Befruchtung auch für nicht verheiratete Paare ermöglichen. Und das würde ich gerne oben an die Priorität anschließen. Anschließend dazu, wenn man sowas macht, muss man allerdings auch immer daran denken, wenn ein Kind vier Eltern hat, also zwei Partner, zwei sind leiblich, zwei sind nicht leiblich, die erleben mit dem Kind und das Kind mit denen aber auch sehr wichtige prägende Jahre und haben eben eine entsprechende Bindung, dass wir da bitte auch das Umgangsrecht entsprechend mit berücksichtigen. Das muss im Moment alles vertraglich gemacht werden. Ich hatte das Privileg, mal so einen Vertrag durchlesen zu dürfen. Das ist ein echtes Regelwerk und ich glaube, dass wir da noch Luft nach oben haben, das zu verbessern. Und last but not least, die Magnus-Hirschfeld-Stiftung macht eine super Arbeit. Ich finde, die hat ein bisschen mehr Geld verdient. Ich werde darauf hinarbeiten, dass, dass diese Vision von den Lebensgemeinschaften, dass sich diese Idee durchsetzt und dass eben jeder dann so leben kann, wie er möchte und dass der Staat sich darauf konzentriert, eben die diversen Lebensformen adäquat zu fördern und dass letztendlich dann jede Lebensform dann so leben kann, wie sie will.
Ich darf Sie alle noch einladen, hier zu bleiben ein bisschen, wenn Sie noch Zeit haben. Vielleicht hat der ein oder andere noch Fragen, dann kann man die vielleicht auch noch unter vier Augen klären oder im kleinen Kreis. Ansonsten darf ich mich bei euch, bei Ihnen allen bedanken, dass Sie da waren, bei Ihnen natürlich auch, dass Sie mitdiskutiert haben. Wichtig vor allem, gehen Sie wählen. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, was wir alle irgendwie hier uns auch ganz einig sind. Machen Sie Ihr Kreuzchen am 22. September. Und uns ist natürlich auch ganz wichtig, gehen Sie nicht nur wählen, sondern gehen Sie auch zu den diversen CSD-Veranstaltungen. Am Freitag geht es los mit der Eröffnungsgala, Samstag, Sonntag, Sommerfest auf dem Berger Festplatz. Bei schönstem Wetter haben wir extra für euch bestellt. Und das Hof bleibt auch noch eine Woche, sodass wir dann auch noch die Parade bei schönstem Sommerwetter erleben können dann. Und wir freuen uns natürlich, vorhin ging es darum, sich zeigen. Wir freuen uns auch, wenn sich die Politiker bei uns in der Schule zwischen Community zeigen. Sie sind herzlich eingeladen zu den vielen CSD-Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Vielen Dank, schönen Abend und einen guten Heimweg.